Ich glaube, wir müssen mal über das Thema Liftings bei Gelnägeln sprechen. Hi, ich bin Biene von How to Nail Design. Ungewohnte Perspektive, ich weiß. Heute geht es ums Thema Liftings. Und vor allem, wie ich dir dabei helfen kann, wie man sie am besten vermeidet und was für Ursachen es überhaupt für Liftings gibt. Du findest übrigens unten in der Videobeschreibung wie immer Timestamps, mit denen kannst du einfach zu dem Kapitel vorspringen, das du sehen möchtest. Für die Anfänger, was sind Liftings überhaupt? Liftings, das sind Lufteinschlüsse zwischen Material und Naturnagel. Dabei ist es ganz egal, ob das Acryl ist, Gel, Shellac. Es sind einfach Lufteinschlüsse zwischen dem Material und dem Nagel. Das heißt, das Material hebt sich dort vom Naturnagel ab. Das passiert meistens an den Nagelrändern. Im Laufe der Tragezeit merkt man das dann manchmal, indem man mit den Haaren drin hängen bleibt, zum Beispiel. Es gibt aber auch sogenannte Frontliftings und Mittelliftings. Beziehungsweise das Lifting kann sich theoretisch über den ganzen Nagel erstrecken, bis zu dem Punkt, dass du den Nagel quasi abziehen kannst. Diese Mittelliftings und die Frontalliftings entstehen meistens eher durch Stöße oder zum Beispiel durch eine Belastung, die von vorne auf den Nagel trifft. Und das alles sind Liftings. Jetzt ist es so, um eine Modellage, wie gesagt, egal bei welchem Material, aufzufüllen, musst du diese Liftings gut entfernen. Du erkennst das wirklich ganz gut beim Runterfräsen oder beim Vorbereiten auf den Refill. Siehst du ganz genau hellere Stellen, wo das Material einfach eine andere Farbe hat, du aber ganz genau auch sagen kannst, dass es nicht der Naturnagel ist. Also ein Lifting erkennt man schon ziemlich gut. Ich blende euch hier einfach mal irgendwo ein Bild ein. Und diese Liftings musst du rückstandslos entfernen, bevor du wieder modellierst. Denn sonst, und das passiert tatsächlich eher bei Gel als bei Acryl, zieht sich dieses Lifting unten drunter immer weiter und das Problem wird immer größer. Wie entstehen Liftings? Howdy zusammen! Ich muss das Video einmal ganz kurz unterbrechen für eine kleine Info aus dem Off. So viele von euch gucken meine Videos, ohne meinen Kanal zu abonnieren. Das sagt die Statistik und deswegen würde ich dich jetzt bitten, hol das doch einmal ganz kurz nach. Das ist der maximale Support für mich. Wenn du noch mehr supporten willst, schreibst du auch noch gleich einen schönen Kommentar, zum Beispiel welches Video du dir von mir als nächstes wünschst. So kann ich dein Videothema auf die Wunschliste packen und du hast einen Kommentar verfasst, der dem Algorithmus und meinen Videos hilft. Ich habe jetzt zwei Nachrichten für dich. Fangen wir mit der schlechten an. Ich kann es dir nicht sagen. Denn es gibt 1000 Gründe, okay, wenn ich nicht übertreibe, 100 Gründe, warum ein Lifting entstehen kann. Und das ist mit einer der am meisten gestellten Fragen, die ihr mir so per Instagram, TikTok, YouTube stellt. Warum habe ich Liftings? Oder mein Material liftet sich am Zeigefinger. Und das Problem ist, dass ich euch den Grund dafür nicht sagen kann, weil ich per Ferndiagnose nicht sehen kann, was der Fehler ist, der dann eben zum späteren Liften führt. Das heißt, ich müsste quasi, während du arbeitest, hinter dir sitzen, müsste dir zugucken und dann könnte ich sagen, okay, warte mal, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Weil die Gründe dafür eben so enorm vielfältig sein können, sind, dass ich dir nicht sagen kann, woran es im Einzelfall liegt. Es gibt aber, und das ist die gute Nachricht, ein paar Faktoren, die man generell schon mal checken kann, um das Ganze zu vermeiden. Oh, scheiß Heuschnupfen. Oh, ich hasse Frühling. Jetzt kommt die gute Nachricht. Wie vermeide ich Liftings? Als erstes, die Naturnagelvorbereitung ist the key. Das heißt, Nagelhaut wegschieben, unsichtbare Nagelhaut entfernen. All das, was dazu gehört, die Nagelplatte anmattieren, findest du auch nochmal in diesem Video. Falls du da noch nicht ganz so gut Bescheid weißt, schau da gerne nachher mal rein. Dann natürlich vor dem Nägelmachen, vor dem Auffüllen nicht eincremen, keine Bodylotion, kein Öl, nicht unbedingt gerade noch den Körper einölen und dann weitermachen. Nicht während dem Arbeiten ins Gesicht fassen, durch die Haare gehen, essen. Alles, was dazu beiträgt, Fett oder Feuchtigkeit auf die Naturnagelplatte zu geben, sollten wir vorm Refill vermeiden oder vor einer Neuanlage. Außerdem kannst du Liftings vorbeugen, indem du deinen Naturnagel kennst. Also habe ich einen trockenen Nageltyp, habe ich einen feuchten Nageltyp. Den trockenen erkennt man daran, dass meist die ganze Haut eher zu Trockenheit neigt. Das sind meistens keine jungen Mädels, die Probleme mit einem trockenen Nageltypen haben, kann aber auch vorkommen. Ich finde, der trockene ist etwas schwieriger zu erkennen, weil du da auf
eine bestimmte Optik achten musst. Wie gesagt, meistens ist die ganze Haut eher trocken, der Nagel ist meistens nicht ebenmäßig, hat vielleicht kleine Rillen und sieht einfach schon so ein bisschen trockener aus, er glänzt nicht wirklich. Im Gegenzug dazu der feuchte Nageltyp. Meistens haben die Leute auch schwitzige Hände, ganz leicht, sind eher junge Mädels. Und wenn du den Nagel dehydrierst, dann siehst du, dass er innerhalb von kürzester Zeit schon wieder eine neue glänzende Schicht nachgebildet hat. Und daran erkennst du dann ganz gut, dass das ein feuchter Nageltyp ist. Die Haut um die Finger ist meistens schön rosig, gut durchblutet. Beim feuchten Nageltyp solltest du anders arbeiten als beim trockenen. Um Liftings zu vermeiden, beim feuchten Nageltyp solltest du definitiv zweimal dehydrieren oder mit Aceton und dann auch direkt auf diesen Nagel, der gerade dehydriert wurde, schon mal ein schon mal ein Haftgel geben, damit quasi dieser Nagel verschlossen ist, nicht zu wörtlich nehmen und nicht wieder Feuchtigkeit nachschieben kann. Das heißt, bei einem super feuchten Nageltyp arbeite ich wirklich Finger für Finger, erst dehydrieren, entweder zweimal mit einem Dehydrator oder einfach mit Aceton und dann versiegel ich den Nagel gleich mit dem Grundiergel. So ist die richtige Vorgehensweise. Bei einem trockenen Nageltyp dagegen ist es komplett kontraproduktiv, nochmal zu dehydrieren. Logisch, der Nagel hat ja sowieso schon ein Problem mit Trockenheit. Das heißt, da kommt definitiv kein Dehydrator dran. Ich hatte tatsächlich im Studio sogar einmal den Fall, dass ich eine Kundin hatte, die so wahnsinnig trockene Nägel hatte, dass ich ihr vor der Modellage einen Tropfen Öl auf die Nagelplatte gegeben habe. Seitdem hielt es Bombe. Das ist aber ein absoluter Ausnahmefall. Generell gilt, Fett und Feuchtigkeit sind keine Freunde einer haltbaren Modellage, sind eher Freunde der Liftings. Wie du noch Liftings vermeiden und vorbeugen kannst, ist auch, indem du dich ein bisschen rumprobierst, was das beste Material für dich persönlich, für deine Nägel ist. Nägel sind ein Naturprodukt. Du kannst da nicht reingucken, das kann auch ich nicht. Und auch ich muss Nägel erstmal arbeiten, um zu sehen, wie reagieren sie mit welchem Material. Irgendwann kann man grob schätzen, was vielleicht für welchen Nageltypen gut halten könnte. Generell würde ich aber sagen, wenn du Haftungsschwierigkeiten hast, probier dich durch. Mein Tipp ist auch, versuch's mal mit einem Rubbergel. Rubbergel ist ein super starkes Haftgel, es ist sehr flexibel, was einen weiteren Vorteil einbringt, wenn du dünne Nägel hast. Das erkläre ich dir jetzt. Punkt Nummer 1, und das ist meiner Meinung nach fast sogar der häufigste Grund, ausgedünnte Nagelplatten. Tatsächlich ist es so, wenn du deinen Naturnagel richtig behandelst, und das sage ich jetzt gern nochmal für Anfänger, ich wiederhole mich da gerne, dann nimmt er keinen Schaden bei einer Modellage. Weder bei Acryl, noch bei Gel, noch Shellack schaden dem Naturnagel. Was dem Naturnagel aber durchaus schaden kann, ist ein falscher oder zu grober Umgang damit. Das bedeutet, ich arbeite mit der falschen Körnung, auf dem Naturnagel hat nur 180 Grit was zu suchen, auf keinen Fall 150 und auf gar keinen Fall 100. Ich arbeite mit zu viel Druck. Ich fräse mir aus Versehen zu sehr mit den Nagelhautbits in die Nagelplatte. Dadurch entstehen meistens richtige Rillen. Das kann man beim Rauswachsen dann erkennen. Also generell einfach ein mechanisches Abtragen der Naturnagelplatte führt auch dazu, dass sie ausdünnt. Logisch. Wenn das der Fall ist, kannst du nichts ändern. Das muss erstmal rauswachsen und da kannst du auch erstmal nichts dran machen. Was du machen solltest, ist den Grund dafür finden. Also finde die Fehlerquelle, die dazu führt, dass dein Naturnagel ausgedünnt wurde. Denn bei einem dünnen Naturnagel hat kein Material, egal wie flexibel es ist, die Chance, den Belastungen und der Bewegung des Nagels standzuhalten. Ich meine damit, dass die Naturnagelplatte im Alltag bei Belastungen einfach so dünn und flexibel ist, dass sie sich unter Material bewegt und das Material aber gar nicht flexibel genug sein kann, um dieser Bewegung, überspitzt gesagt, so standzuhalten, dass sich dadurch nicht Liftings ziehen. Also ein dünner, kaputter Naturnagel liftet grundsätzlich. Ich kenne keinen Fall, bei dem ein kaputter Naturnagel nicht extrem liftet. Grund Nummer 2. Viele machen auch den Fehler, dass die mit zu viel Falldruck arbeiten. Das heißt, vielleicht ist es dir schon mal passiert, wenn du deine Nägel gerade aufgefüllt hast und du bist am Aufpuppelfeilen und in den frischen, aufgefüllten Nagel zieht sich direkt ein Lifting und du fragst dich, wo zum Teufel das jetzt herkam. Sag ich dir, vermutlich von zu viel Falldruck. Beziehungsweise auch zu viel Material kann dazu führen, dass du an der einen oder anderen Stelle Liftings bekommst. Meistens ist es aber so, dass du dann beim Feilen einfach zu viel Druck anwendest, die Nagelplatte drunter gibt wieder nach und das zieht dann wieder gleich die Lufteinschlüsse zwischen Gel oder Acryl und Nagelplatte. Das heißt, brenn dir ein, wir arbeiten ohne Druck.
Ein ganz klassischer Grund für Liftings ist natürlich auch das Übersehen oder Nicht-Entfernen der unsichtbaren Nagelhaut. Wenn du deine Nagelhaut zurückschiebst, zum Beispiel mit einem Rosenholzstäbchen oder einem Pro-Pusher, dann kommt darunter die unsichtbare Nagelhaut zum Vorschein. Und die muss richtig gut weg, denn alles, was an Nagelhaut auf der Nagelplatte liegt, wo du nachher mit deinem Material drauf gehst, wird liften. Das heißt, ich muss eine gründliche Maniküre machen, am besten mit Fräserbits. Ich muss darauf achten, dass ich wirklich auch rückstandslos in den Nagelfalz komme, um die Nagelhaut dort zu entfernen. Das ist eher so ein weißer Rückstand und du siehst richtig, dass das auf der Nagelplatte liegt. Wenn du jetzt zum Beispiel super krass verklebte Nagelhaut hast und einfach viel Nagelhaut hast, kann es auch Sinn machen, erstmal einen Nagelhautentferner aufzutragen. Das Ganze macht das eher weich und lässt sich besser entfernen dadurch. Kannst du mal ausprobieren, danach einfach gut abcleanern und dann kannst du wie gewohnt auffüllen. Was natürlich auch ein Top-Grund für Liftings ist, du füllst deine Nägel auf, dir läuft Material in den Rand und du merkst es zu spät und es ist schon ausgehärtet, du musst es rausfräsen. Zum Beispiel, alles was dir in den Rand läuft, sorgt natürlich auch wieder für Liftings, das ist eigentlich klar. Das heißt, wenn du merkst, dir kommt Material irgendwo in Richtung Nagelhaut zu weit in den Rand rein, entferne es am besten gleich. Ich erkläre dir auch noch, wie zum Beispiel diese Frontliftings oder Mittelliftings entstehen. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon mal angeschnitten. Das ist meistens so, wenn du dich frontal stößt oder eine Belastung frontal auf den Nagel trifft, dann entstehen meistens diese Mittelliftings. Das sind meistens richtig abgeschlossene Bereiche und du merkst dann beim Abfräsen, da ist irgendwie in der Mitte eine Stelle ein bisschen heller und da trägt sich dann das ganze Material ab. Das ist meistens, wenn du die Badewanne putzt und mit dem Nagel irgendwo dagegen stößt, dann kann sowas passieren. Was viele auch als Lifting bezeichnen würden, ist, wenn sich der Naturnagel unter der Nagelplatte quasi vom Material löst. Wenn der Nagel mit der Zeit weiter vorwächst, finde ich, dass es sinnvoll ist, den Naturnagel während dem Refill einfach von unten auszufräsen. Denn bei den meisten löst sich sowieso der Nagel vom Material. Das heißt, du bist dann nur am Rumknupseln. Und deswegen finde ich, macht es einfach Sinn, den Nagel zum einen natürlich regelmäßig einzuölen, wenn es aber gar nicht hilft, einfach unten unter dem Nagel auszufräsen, wenn du einen Refill arbeitest. Das Hauptproblem bei Liftings ist eben, wie gesagt, dass ich dir nicht sagen kann, woran es bei dir im Einzelfall liegt. Was auch noch interessant zu wissen ist, der Zeigefinger und der Ringfinger sind zum Beispiel im Alltag öfter in Benutzung und haben dementsprechend eine höhere Belastung als zum Beispiel der kleine Finger und der Daumen. Das heißt, diese Finger können auch schneller liften. Fazit also. Bei Liftings kann ich dir nicht sagen, woran es bei dir im Einzelfall liegt. Was ist jetzt also mein Tipp? Wieso bin ich überhaupt hier? Was rede ich? Was habe ich jetzt eigentlich für eine Daseinsberechtigung? Was kann ich dir empfehlen? Ganz einfach. Es gibt so viel Gratiswissen for free auf meinen Kanälen, auf anderen Kanälen. Nutzt das. Wenn ich damals angefangen hätte und ich hätte diese Masse an Infos gehabt, ich hätte einige Fehler nicht gemacht. Und das hoffe ich, dass ich dir das mitgeben kann. Ich habe Videos zur Naturnagelvorbereitung. Check erstmal die. Also guck dir dieses ganze Infomaterial an und geh dann bei dir selbst auf Fehlersuche, denn nur so kannst du rausfinden, was bei dir dazu führt, dass deine Nägel liften. Und nur so wirst du das Problem auf Dauer lösen können. Und dann guck einfach, wo ist vielleicht in der Naturnagelvorbereitung irgendwo ein Fehler? Mache ich die Nagelhaut gründlich genug weg? Entferne ich die unsichtbare Nagelhaut? Läuft mir vielleicht ständig Material in den Rand? Arbeite ich vielleicht mit dem falschen Material? Probiere ich da ein bisschen durch? Arbeite ich vielleicht zu dick? Wie gesagt, auch das kann liften. Also schau dir alles an, was andere vormachen und such dann deinen Fehler. Und irgendwo, und das verspreche ich dir, wirst du irgendwann feststellen, woran es lag und kannst es ändern. Also es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dabei helfen kann oder dir irgendwie da eine größere Stützung oder Lösung bieten kann, aber ich kann dir ganz, ganz viel Infos und Tutorials bieten und kann dich dabei irgendwie bestmöglichst unterstützen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Fehlersuche. Das hört sich jetzt richtig garstig an. Nein, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Guck dir einfach alles an. Setz dich damit auseinander. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Wenn du ein Schatz bist, dann kommentier gerne mein Video. Sag, wie dir das gefallen hat. Ob es informativ für dich war. Ob ich die Klappe halten soll. In der Endcard findest du jetzt noch 2 weitere Videos, falls du warum auch immer noch nicht genug von meinem Gerede hast.